Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms, ich bin wieder unter Charlie. Ja, hier im Wald und auf der Heide, mit dabei wieder der Marco. Und wir wollen mal wieder gucken, ob es Pilze gibt. Ja, wir hatten jetzt eine Woche ziemlich brutzeliges Wetter und lassen wir uns mal überraschen. Ja, wünschen wir uns mal Trüff, Trüff und euch viel Vergnügen mit diesem Film. Ja, das wird brutzelig. Wir haben jetzt schon 27 Grad und da gucken, ob die Pilze überhaupt überlebt haben. Schauen wir mal. Ja, die Leute fragen mich immer, Charlie, wo findest du die Pilze? Ja, ich möchte auch mal Pilze finden, ich finde keinen. Ja, ich kann dir nicht sagen, wo ich die Pilze finde. Ich kann dir nur sagen, wie das Habitat auszusehen hat. Und zwar muss man da hinfahren, wo keine Touristen hinfahren und die das auch nicht hinfinden. Wir brauchen Eichenbuchen-Mischwald, Fichten gibt es keine mehr. Die hat der Borkenkäfer gefressen. Ja, und da muss man dann hin. Und dann hat man Glück oder nicht Glück und findet was. Wenn einer vor einem da war, Pech, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, hier gibt es sogar noch ein paar Fichten. Die hat der Borkenkäfer vergessen. Wahrscheinlich haben sie ihm nicht geschmeckt. Aber durch dieses Unterholz hier müssen wir gleich durch, um zu den Wäldern zu kommen. Ne? Wir müssen da oben hin und dann uns rechts halten. Und dann kommen wir an der Stelle, wo wir letztes Mal die vielen Pfifferlinge gefunden haben. Es ist jetzt eine Woche her. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das jetzt verbessert hat. Ja, ob wir jetzt da was finden oder ne, das sehen wir dann. Ja, jetzt sind wir hier durch das Unterholz. Da ist der Marco. Ja, dann gucken wir mal. Also hier waren seinerzeit die ersten. Ja, hier habe ich die ersten gefunden. In diesem Wald mit dem schönen Unterbewuchs. Ja, man muss aber schon schwer gucken, um welche zu finden. Ja, also fängt ja schon gut an. Hier sind, habe ich schon mehrere gefunden hier. Ja, dann schauen wir mal. Ja, also das ist hier schon, also sehr arg trocken, möchte ich sagen. Also, aber man findet noch Pfifferlinge, die sind. Oh, guck mal, er hat welche. So, jetzt kommen wir hier langsam wieder in den Wald, wo vor einer Woche alles wie gesät war vor Pfifferlingen. Wollen wir mal gucken, ob da was nachgewachsen ist. Hier steht ein Scheidenstreifling, aber schon ein älterer, der darf auch im Wald bleiben. Ja, scheint hier alles weggetrocknet zu sein. Keine mehr da. Das müsste doch nachgewachsen sein, sollte man meinen, ne? Ja, hier finden wir noch so ein paar. Marco sieht den nicht. Der hat gesagt, nein, die sehe ich nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier noch Pilze finden. Aber hier überall, wie man sieht. Ja, also man kann sagen, durch die Trockenheit sind die Pilze weg. Aber im Moos, da wo sich Feuchtigkeit gehalten hat, findet man durchaus noch welche. Aber man muss sehr, sehr genau hingucken. Ja, der Marco, dem fehlt da so ein bisschen die Erfahrung. Ich glaube, der hat erst drei Stück. Ja, durch den Borkenkäfer sind diese Holzabfuhrwege, sind die jetzt natürlich nicht mehr gepflegt und total zugewachsen, ne? Und da liegen auch Bäume kreuz und quer, das ist ein Riesen-Urwald hier, ne? Und das ist aber auch gut so, da kommt nicht jeder Hans und Franz hier in den Berg rein. Ja, hier finde ich noch einen Scheidenstreifling, der aussieht, wenn er noch verwertbar wäre. Ja. Der ist verwertbar, den nehmen wir auch mit. Da kommt der Marco. So viele Pilze, dass er nicht schleppen kann. Das sieht mir nach Schwefelporling aus. Den gucken wir uns mal näher an. Ja, so sehen hier unsere Wälder jetzt aus. Ja, jetzt wo die Randfichten, also wo die Fichten fehlen, kamen natürlich auch diese Laubbäume keinen Halt mehr und werden dann auch beim Sturm umgeblasen. Und den Wald sauber zu machen, da sind die Fichten erstmal wichtiger, dass die aus dem Wald kommen, statt dieses Bruchholz. Da bricht ein Wildschwein durchs Gehölz. Nein, es ist ein Marco.
Ja, viel gefunden haben wir nicht, das ist alles. Ja, aber wie sage ich so schön, für ein Söschen reicht, das müssen wir erstmal abwarten, dass welche nachwachsen. Ja, dann machen wir jetzt Feierabend. Wie gesagt, es ist zu trocken. Wir haben jetzt schon über 30 Grad hier, so fühlt sich jedenfalls an. Und dann würde ich mal sagen, wünschen wir euch Trüff Trüff. Und sobald hier wieder Herbst ist, so ein bisschen Regen und die Temperaturen wieder angenehm ist, dann geht's wieder in die Wälder und dann finden wir auch Pilze. Also, ciao! Ja.